Hallo, hallo, meine wundervollen Seelen. Herzlich willkommen bei Flowing Life. Ich möchte es dann doch mal sagen. Ihr Lieben, ich habe eine neue Legung vor, und zwar die Schattenthema, was wir dir dazu sagen möchten. Ich habe sie noch nicht gepostet. Ich habe sie auch erst einmal gelegt. Dann war es aber irgendwie ganz chaotisch und hat mir gar nicht gefallen. Jetzt habe ich es nochmal umgestellt und ich möchte es heute mit euch teilen. Ich möchte euch mit euch teilen, wie diese Lego aussehen könnte. Es ist noch nicht in Stein gemeißelt und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich fange mal an. Und zwar soll diese Legung heißen: Dein Schattenthema. Dein Schattenthema, was wir dir dazu sagen wollen. Und zwar gibt es folgende Positionen. Zum einen mal das Schattenthema, dass wir uns das ansehen. Das nächste ist, was kommt dazu von außen? Was kommt dazu von innen, aus dir heraus? Dann, wodurch kann es heilen? Beziehungsweise vorher, wie gehst du damit um und dann wodurch kann es heilen? So, und dann frage ich nach. Und zwar einmal, was sagt dein inneres Kind dazu? Was sagt die geistige Welt dazu? Und dann habe ich überlegt, ich hätte gerne die weibliche Energie und die männliche Energie. Das ist ganz individuell bei jedem Einzelnen. Entweder geht es wirklich um deine Mutterenergie, um deine Mutter und um deinen Vater, egal ob sie leben oder noch leben oder schon gestorben sind, das spielt hier überhaupt keine Rolle. Es kann aber auch tatsächlich sein, wir haben alle weibliche und männliche Energien in uns, dass die weibliche Energie in dir dir etwas dazu sagen möchte, beziehungsweise auch die männliche. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr Lieben, ich mische, bis eine Karte rausfällt. Das macht nicht immer. Das mache ich auch in dieser Legung. Wir schauen mal. Ich hoffe, es dauert nicht so lange. Sonst spult einfach vor, ihr Lieben. Wir haben ja wirklich den Luxus, dass wir das machen können. Es bleibt dabei, dass es eine allgemeine Legung ist. Das kann auf dich zutreffen, das muss es nicht. Ich möchte es nochmal ganz deutlich sagen. Ich spreche immer von einer Frau, die auf einen Herrn schaut. Für mich ist es viel leichter im Fluss des Sprechens. Und schaut mal an, der Baum ist rausgefallen. Dieser kraftvolle Baum, der begleitet wird, durchdrungen wird von diesem Regenbogen. Und zwar von Wurzel zu Wurzel. Der Regenbogen ist immer der Übermittler zwischen oder der Vermittler zwischen geistiger Welt und Erde, zwischen dem Gefestigten. Ich denke jetzt gerade, entschuldigt Leute, ich bin jetzt gerade in den Wurzeln. Die Karte ist so gefallen. Das heißt, die Wurzeln gehen nach oben, die Wurzeln gehen in die geistige Welt. Und aus der geistigen Welt heraus kommt dieser Regenbogen. Wir haben hier unten das Fruchtbare, wir haben hier unten das Wachstum. Und das ist natürlich schon eine ganz echte, extreme Energie, die wir hier für dieses neue Orakel haben. Für mich bedeutet das, die Wurzeln daraus kommen aus der Spiritualität. Und das stimmt auch. Meine Wurzeln stecken in der Spiritualität. Sie gehen nach oben. Und dass es hier Wachstum und Heilung bringt, ist wundervoll. Wir schauen jetzt mal nach. Was ist denn jetzt dein Schattenthema? Ich möchte es nochmal sagen, eine allgemeine Legung. Wir haben die Ängste, wir haben das Glück und wir haben die Einladung. Mit den Ängsten kann es aber auch sein, dass hier etwas an dir knabbert. Es knabbert an dir, wenn du jetzt ins Glück kommst. Viele Leute können mit Glück ja sind überfordert, weil es hat doch noch nie stattgefunden, das Glück in meinem Leben. Und jetzt soll es an die Tür klopfen und jetzt kommt es und tatsächlich macht dir das Angst. Vielleicht ist es hier durch eine Einladung, dass du hier eine Einladung bekommst ins sogenannte Glück, eine Einladung, in einen neuen Job zu wechseln, eine Einladung, ein Buch zu schreiben, kommt mir hier rein. Also vielleicht, und das ist etwas, was dich glücklich macht, was hier das Glück, der Klee steht für mich für das pure Glück. Und tatsächlich diese Maus, die knabbert an etwas oder beziehungsweise die Mäuse stehen auch für die Angst. Das macht dir hier Angst, vielleicht die Schnelligkeit,
Der Kri steht auch für die Zeitangabe der Kürze. Das ist ein Schattenthema. Wir schauen mal nach. Wie geht's weiter? Was kommt dazu von außen? Da haben wir die Lilien, wir haben den Eisbären und wir haben den Schlüssel. Die Lilien stehen für die Familie, für die Harmonie, für die Zugehörigkeit. Was kommt von außen? Von außen kommt die Harmonie. Von außen kommt hier das starke, alte, kalte. Und das geht in den Schlüssel, weil genau das ist diese Energie. Das ist die Angst. Die Angst ist in dir, aber sie kommt auch von außen, weil es so schnell etwas aufschließt, deine Zukunft aufschließt. Was kommt denn aus deinem Inneren zu diesem Schattenthema? Wir haben die Wege, wir haben die Umwege und wir haben die Wege. Halleluja, das ist ja wirklich der Hammer. So, und jetzt bin ich in der Situation, dass ich kurz erklären muss, warum ich hier zweimal die Wege habe. Dieses Kartendeck besteht aus zwei Kartendecks von Giro Marchetti. Die Ursprungskarten, das sind die 36 Ursprungskarten für die Lenormand-Karten. Die hat er rausgebracht, die habe ich mir gekauft. Und dann hat er dieses Kartendeck nochmal mit Zusatzkarten rausgebracht und das habe ich geschenkt bekommen. Dann habe ich die zusammen gelegt und wollte sie mischen und teilen und weiß ich nicht. Und dann sind sie mit einem Mal alle runtergefallen und ich wollte sie wieder auseinanderträufeln, eben die alten und die neuen. Und dann haben die Engel gesagt, nein, ich soll sie zusammenlassen, weil das hier sind die alten Wege. Seht ihr, wie abgegriffen diese Karte ist? Und das hier sind die neuen Wege. Und das bedeutet jetzt ganz klar, dass deine neuen Wege sich jetzt, die sich hier aufschließen, die du aus der Kälte rausgehst, aus dieser Angst rausgehst, dass das die Umwege beendet, weil du zu deinen alten Wegen zurückkommst. Du kommst, wie sagt man so schön, zu deinen Wurzeln zurück. Und genau das passiert hier. Das ist das, was aus dem Inneren heraus aus dir rauskommt, wenn du an dein Schattenthema denkst. Wie gehst du denn damit um, mit diesem Schattenthema? Wir haben den Ring, wir haben den Reiter und wir haben den Turm. Der Ring steht für die Verbindung, die hier vielleicht nochmal ins Treffen kommt. Mit dem Reiter haben wir hier die Einladung. Die Frage ist ja, wie gehst du damit um? Du gehst in den Rückzug, entweder zu dem anderen, das genau ist hier die Aussage, die Verbindung, die es mal gab, die vielleicht neu ist, das weiß ich nicht, das spielt auch keine Rolle. Es ist auf jeden Fall eine Verbindung, zu der du hingehst. Das ist das, wie du damit umgehst. Diese Einladung, diese Reiter hält eine Einladung. Das ist die Einladung, die hier in deinen Rückzug kommt. Ihr seid getrennt. Der Turm steht für die Trennung. Das kann sein, dass das hier von einer alten Verbindung kommt. Es kann aber auch sein, dass es hier, dass du die Person überhaupt nicht kennst. Und du hast dich zurückgezogen, dass du aus deinem Rückzug kommst. So gehst du damit um. Du wirst in jedem Fall dich aufmachen, auf dein Pferd setzen und über den Regenbogen in die neue Welt gehst. So soll ich sagen, ihr Lieben. So, jetzt ist die Frage, wodurch kann es denn heilen? Wir schauen mal, das ist der Fuchs. Das ist der Hund, der Freund und das ist die Dame. Zunächst einmal kann es heilen, dass dieser Fuchs zum Freund wird. Dass hier ein Fuchs ist, der vielleicht hinterlistig war, der dich enttäuscht hat. Der wird durch Gespräche, durch Aktionen, durch diese Reise, die du vielleicht zu diesem Freund machst, wird er sich verändern von der Energie des Fuchses in die Energie des Freundes. Und du schaust in die Zukunft. Das ist das, was heilt. Wodurch kann es heilen? Es kann dadurch heilen, dass er seine Energie wandelt. Und du schaust in die Zukunft. Was sagt denn dein inneres Kind dazu? Wir haben den Mond.
Wir haben das Buch und wir haben das Zuhause. Das hier sind die alten Wege nach Hause. Du gehst in jedem Fall alte Wege zu einem alten Zuhause. Die Tür ist offen. Du bist willkommen. Du bist herzlich willkommen, soll ich sagen. Insgesamt habe ich aber hier den Mond. Das ist der Neumond, der für die Veränderung steht, für den Wandel steht. Und du schaust da rein. Der Mond schaut dich an. Hier kommt innerlich, ganz tief innen. Das hier ist das, was dein inneres Kind dir dazu sagen möchte. Geh in den Wandel. Ich gebe dir den Schlüssel für dieses Buch. Der Schlüssel, der hier liegt. Das war die Frage, was kommt von außen? Hier kommt von außen der Schlüssel, dieses Buch zu öffnen. Und dein inneres Kind sagt, wenn sich dieses Geheimnis lüftet, geh los, geh in die Veränderung. Wenn es über Umwege sich lüftet, geh nach Hause. Dein inneres Kind stimmt dir zu. Was sagt die geistige Welt? Wir haben den Berg, wir haben die Öffentlichkeit und wir haben schon wieder die Trennung. Wir haben den Turm. Was sagt die geistige Welt? Die geistige Welt sagt, dass sich nun diese Blockade hier zeigen wird. Diese Blockade, diese Ängste, die hier mit dieser Verbindung zu tun haben. Und dass es hier jetzt in Bewegung kommt. Dieser Klee ist auch in dem Pavillon. Dieses, was sich hier zeigt, das ist die Offenbarung, es ist das sich öffentlich zeigen. Das ist, ich sehe den Klee in diesem Pavillon. Und der Pavillon ist Teil dieses Rückzuges. Das kann jetzt sein, der Turm steht auch für die Selbstständigkeit. Für die Selbstständigkeit im Geschäftssinn, im Geschäftlichen, aber auch für die Selbstständigkeit im Privaten, dass du ausziehst, dass du dich selbstständig machst von dem, was dich gerade gefangen hält, im Gefängnis hält. Das ist die Frage nach dem Schattenthema. Hier kommt eine Einladung. Hier, das ist die Frage, jetzt muss ich gerade gucken, wie gehst du damit um? Der Rückzug. Es kann auch sein, dass du dich hier selbstständig machst, dass du auf dem Weg bist, dich selbstständig zu machen. Und die geistige Welt rät, ja, mach das, was sich hier zeigt. Geh dahin. Dein inneres Kind sagt, geh dahin. Lass sich dieses Geheimnis öffnen und geh die alten Wege nach Hause. Geh in die Veränderung. Und die geistige Welt sagt, auch wenn es eine Blockade gibt in dieser Verbindung, die sich jetzt hier zeigt. Aber geh in diesen Turm. Ja, jetzt kommen wir zu der weiblichen Energie. Es ist die Frage, ist es eine weibliche Person, eine Mutterfigur, will ich mal sagen, die dir hier etwas rät, egal ob sie schon gestorben ist oder ob sie noch lebt. Das ist die Einladung. Das ist die Schlange und das ist die Liebe. Deine weibliche Intuition, deine weibliche Energie in dir äußerlich sagt, wenn diese Einladung kommt, geh diese Wege von neu nach alt in die Liebe. Hier öffnet sich die Liebe, die Leidenschaft und meine Orakel gehen nie über die romantische Liebe, nicht nur. Hier geht es auch um die Leidenschaft, dass du etwas, einen Job mit Leidenschaft gern machst. Die weibliche Intuition sagt, mach es, geh. Und zum Schluss, und ich habe ganz bewusst diese männliche Energie zum Schluss gewählt, weil die weibliche Energie steht für die Intuition, die männliche Energie steht für das Machen, für das Tun, für die Sonnenenergie. Wir haben den Herrn für die Aktivität. Wir haben die Angst und wir haben den jungen Freund. Jetzt ist es wieder wichtig zu wissen, dass ich zwei Kartendecks hier zusammengenommen habe. In dem einen Kartendeck ist es dieser reife Freund, dieser etwas ältere schon, wo ich gesagt habe, dass der Fuchs zum Freund wird. Und hier, und das ist die männliche Energie, die dir jetzt rät, das, was von aus deinem Inneren herauskommt, ist die Aktivität. Diese Aktivität schaut in die Liebe, in die Leidenschaft.
Auch wenn Angst dabei ist, und wir sind hier wieder am Anfang, auch wenn es noch an dir knabbert, schau dir diese junge Energie an, die das, was hier dein Schattenthema zutage bringt, jetzt mit einer neuen, frischen, jungen Energie sich zeigt. Wir schauen mal nach unten drunter und es ist fantastisch, die positive Veränderung, ihr Lieben. Das ist der Hammer. Hier geht es in die positive Veränderung und ich will sie hier oben hinlegen und darunter den Baum, der mit seinen Wurzeln nach oben geht, der mit seinen Wurzeln in diese positive Veränderung geht. Und diese Störche, die haben in diesem Baum ihr Nest gebaut, mit den Ästen dieses Baums. Tja, dein Schattenthema kennst nur du. Die Antworten, ob sie dazu passen, das weißt nur du. Ich bin gespannt, was ihr mir dazu schreibt. Ich denke, ich nehme es auf als das Schattenthema oder dein Schattenthema, was wir dir dazu sagen möchten. Vom inneren Kind, von der geistigen Welt, von deiner Intuition bis zu der männlichen Energie in dir und von außen. Ich danke euch, ihr Lieben, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ich liebe euch wirklich. Es ist wunderbar, mit euch zu wachsen und mit euch weiterzugehen. Macht's mal gut. Ciao. Ja, das dauert ein bisschen.